Einen wunderschönen guten Abend, ihr Lieben. Willkommen in Nord-Quebec. Es ist kalt. Wir spielen Kona Broom. Abend, Schäfchen. Abend, Hellboy. Was für ein Wort. Mahlzeit. Ich weiß das ja nicht. Ach, hier, Schäfchen. So, bitteschön. Dankeschön. Ihr Lieben, wir hatten eine harte Zeit mit Karl Faubert. Und nun sind wir genau das. Mahlzeit. Nun sind wir irgendwie auf Überlebende getroffen. Warum stand da Wartungsraum? Waren wir noch im Wartungsraum? Wir sind doch zurückgegangen, ne? Wir sind zum Anwesen von William Hamilton zurück. Ah ja, Hamiltons Grundbesitz. Und haben uns in der Mine die Sachen geholt, die wir da eigentlich haben, an uns vorbeigehen lassen. Ich würde gerne nochmal raus und die uns noch fehlenden Fotos vervollständigen, wenn möglich. War hier auch noch irgendwas in der Küche? Lass mal eben einfach ins Notizbuch gucken. Wir gehen mal ganz hier rüber irgendwie. Wer auch immer dieses Tagebuch findet. Bla bla, okay. Das war der Anfang des ersten Spiels. Das Ende des ersten Spiels. Der Anfang des zweiten Spiels. Das verbogene Gewehr. Das hätten wir auch noch fotografieren müssen. Und die Spuren am Hals des Mannes. Also müssen wir so oder so komplett raus. Und so gesehen noch einmal in Richtung Mine. Mine, 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 Mine. Aber hier irgendwie war doch auch noch irgendwas, ne? Übertrieben dagegen zu sein, okay. Wir müssen also wirklich nochmal zurück zur Mine mit dem Grundbesitz. An diesem Ort ist was Schlimmes passiert. Graffiti draußen, Blutspuren an der Anrichte in der Küche. Eine Bagirade im Gang. Ach du heilige Scheibenkleisterei. Küche war da vorne. Und Blutspuren. Ja, nur wo? Ist das hier? Hier, ne? Okay. Behalten. Okay, die haben wir. Cool. Nur damit wir es so ein bisschen vervollständigen können. Graffiti sind draußen, eine Barrikade im Gang. Einschusslöcher in der Wand. Was ist hier geschehen? Eine Barrikade im Gang. Einschusslöcher in der Wand. Wo hat der... Ah, hier. Okay. So, dann haben wir das schon mal erledigt. Ich bin zufrieden mit uns. Haben wir nachgearbeitet. Okay, die für Bett. Aha. Da müssten wir aber echt nochmal das ganze Ding durchlaufen. Weiß ich nicht, ob ich da im Moment Lust drauf habe. Weil ich würde schon gerne ein bisschen weitermachen, aber wir sind gerade hier in der Gegend, dann können wir wenigstens den Anfängen wehren. Wehret den Anfängen! Jetzt bin ich wieder unschlüssig, wo wir überhaupt rausgekommen sind. Man könnte natürlich auch auf die Karte gucken, ne? Und ich weiß nicht mehr, wo wir rausgekommen sind. Da rein.
Eventuell. Tatsächlich von hier, weil. Hier. Ah, okay. Graffitis, die waren hier drüben. Noch mehr Graffitis. Wir graben auch. Bla bla. Wo hatte er die gesehen? In der Hütte vielleicht? Dann müssen wir ja gar nicht so weit, aber es ist schon eine kleine Strecke. Naja. Unser Gaul, der hat schon ein bisschen mehr überlebt. Na gut, diese komischen Überlebenden sind ja auch schon mal oder noch ein Rätsel. Aber wir müssen hier und dann rechts, ne? So fit ist unser Karl aber auch nicht mehr. Ganz schön keuchen, der Kleine. Schade, das haben wir schon gesammelt, ja. Okay, ihn. Und das übermenschlich verbogene Gewehr. So wie die Hamilton Mining Corporation Sicherheitsvorkehrungen. Okay, die durften wir nicht. Lass uns das nochmal machen. Auch nicht, okay. Was sagt er denn da? die Sicherheitsverkehrungen scheinen übertrieben in der Gegend zu sein. Vielleicht meint er damit das hier? Auch nicht. Das ist sehr seltsam. Auch nicht. Na gut, das ist ja original das, was mich auch am ersten Spiel so ein bisschen genervt hat. Aber okay, das werden wir wohl nicht auflösen. Schade, 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 schade. Notizen, 2 Stück und ein Foto. Also bei der Gasmaske wäre eigentlich eine Notiz nötig gewesen, denke ich. Nö. Keine Chance. Gut.
Hoch, ich hatte noch die Lampe an, das sah nicht so gut. Nö. Okay, zurück ab ins Anwesen von Hamilton. Ich überlege gerade, ob wir durch den Keller eventuell noch ins in den Raum von Hamilton kommen. Ansonsten würde ich sagen, machen wir einfach weiter. Wir haben schon genug Zeit vertrödelt, tät ich mal so sagen. Und wir haben nicht so viel Zeit. Es ist schon spät am Abend. Und wir müssen vorankommen. Wir haben noch einiges an Strecke zu absolvieren. Ich würde sagen, wir gehen direkt zum Boot, ne? Fahren dann nach Heinistadt oder so. Und besorgen uns da die Kletterausrüstung. Das ist aber auch schon witzig, wie trainiert man ist, wenn man eine Zeit lang The Long Duck gespielt hat. Man merkt sich Anhaltspunkte, die man sich sonst so im Spiel nicht merkt. Schon krass. Danke an Long Duck! Da habe ich tatsächlich heute mal kurz ein Auge reingeworfen. Hat immer noch die gleiche Faszination wie früher, ist aber mittlerweile ein anderes Spiel geworden. Irgendwie mit einer etwas erweiterten Zielsetzung, nicht nur Überleben in Anführungszeichen, sondern halt auch diverse Dinge aufklären. Die Botany Manor Tür. Freunde, Chance of Senar ist im Xbox Game Pass total cool und gerade eben habe ich gesehen, dass ich mir dann mal dieses First-Person-Magie-Shooter-Game angucken werde. Lass mich in Ruhe, Wolf. Du willst mir nichts tun, ich will dir nichts tun. Damit sind wir schon zwei, die dem anderen nichts tun wollen, also. They say that wolves don't attack humans. Still, Faubert thanked his lucky stars that he was not the man who would prove this theory wrong. Ich würde diese Theorie auch nicht überprüfen wollen. Okay, Karte. Le Carte. Okay, wir müssen sowieso in den Norden fahren und dann werden wir gefragt, ob wir das Gebiet verlassen möchten. Und das werden wir natürlich bejahen. Und dann schauen wir mal. Aber wir müssen in den Norden. Ja, bestätigen. Gut, anders hinsetzen, was trinken und dann schauen wir nochmal auf die Karte. Auf der kleinen Insel waren wir ja schon. Leech Lake. Oh ja. Da sollen wir hin. Oder besser gesagt, da sitzt dieser Jules Demers. Vielleicht fahren wir jetzt einfach mal in die Westküste ab hier. Weil über den Osten sind wir ja schon gefahren. Mussten dann hier total rumlaufen, um dann hier in die Hütte zu kommen. Machen wir. Wir fahren also diesmal links an der Insel vorbei. Schauen wir mal, ob wir hier irgendwo einen Bootssteg finden. Also linke Hand, Freunde, linke Hand. Denn wir können halt nur dort anlegen, wo auch ein Steg vorhanden ist. Von daher hat es gar keinen Sinn, irgendwie zu versuchen, jetzt hier irgendwo Halt zu finden. Es nimmt uns niemand in den Arm und wir können uns an keiner Schulter ausweinen.
Aber ich glaube, wir müssen auch durch die Enge mit der Brücke. Und dann halten wir uns mal weiter links und mal schauen, wo wir ankommen. Wir werden bestimmt wieder einige Meter zu Fuß unterwegs sein. Da ist dieses andere Boot, wo er sich gefragt hat, ob die jetzt vielleicht gerade am Baden sind. Hier ist die Enge mit der Brücke, die ich meinte. Und dann halten wir uns mal gen Westen. Da leuchtet aber irgendwas sehr interessant zwischen den Bäumen, also gerade eben, da links. Hier ist noch so eine Portantbrücke, oder wie auch immer das heißen mag. Wenn seine Brücke... Oh ne, ich dachte, es wäre mit Schwimmern. Okay. Wenn seine Brücke Schwimmer hat. Aber das sind einfach nur Baumstämme über einem Felsen. Oder an einem Felsen. Okay. Das sieht aus wie so ein Funkturm. Wir sollten auch irgendwie zu einem Funkturm. Aber wir kommen also tatsächlich zu ihm. Und da vorne ist eine Anlegestelle. Jetzt sagt nicht, wir müssen wirklich den gesamten Weg dann zu Fuß. Da drüben ist das Haus, ne? Nein. Was haben wir denn da? Da ist eine Anlegestelle. Ich fahre hier mal rum, weil das scheint ja eher eine Sackgasse zu sein. Jo! Schäfchen, schlaf gut, träum süß. Vielen Dank nochmal für das Abo. Bis später. Okay, ich habe Y gedrückt, um den Geigerzähler auszurüsten, aber wir hatten keine Chance. Ist wahrscheinlich, weil wir mit dem Boot fahren. Da ist der Steg, okay. Ist das der hier auf der Karte? Ja. Da gibt es was und ein Lagerfeuer. Sehr schön. Rüstungsteile und Batterien. Ah ja, okay. Nehmen wir dich hier. Die meinen wohl hier das Ding war zum Klettern. Ja, aber ohne Kletterausrüstung kommen wir hier nirgends längs. Hab ich den Eindruck. Deswegen, also ich wäre gerne woanders hingetuckelt mit unserer Nussschale, aber... Ein Burly! Oh, ich hoffe, der lässt uns mal ein Röhrli. Successfully scaring away a bear is great for your self-esteem. The consequence of failure, however, genau, may lead one to wonder whether self-esteem isn't a bit overrated. Noch das Symbol zum Klettern. Hätten wir vielleicht erstmal hier weiterfahren müssen, aber diese komische Dingens, die war angeblich hier drüben. Aber da haben wir am Strand geguckt, also da gibt's nichts. Was haben wir denn hier noch für ein Ausrufezeichen? Eispickel? Kann man denn da hin? Das wird jetzt aber noch interessant.
Wir werden eventuell gleich nochmal den Bären mit irgendeiner Schusswaffe in die Flucht jagen müssen. Hier ist kein gefrorenes Wasser und ich habe jetzt auch keine Höhle gesehen oder so. Durchschlagen, diese Brücke nehmen, damit wir überhaupt auf diese Landzunge kommen. Ich glaube, wir sind zu früh hier. Without proper climbing equipment, this cliff would be impossible to scale. Ja, das wurde uns ja schon von der netten Französin an der Küche gesagt, ne? War es die Küche? Oder war es das Wohnzimmer? Oder? Wir wissen es nicht mehr. Wir könnten hier noch eine ganze kleine Expedition machen. Werden wir auch tun. Schnellen Fußes, damit es unserem Karl nicht allzu arg kalt wird. Aber Geigerzähler. Oh, Elche können auch sehr unangenehm werden. Er zeigt uns den Weg. Boredom, hunger? Or a temporary lapse of sanity. It didn't matter. The fact remained that the detective now had to defend himself against a beast that was 10 times his size. Scheiße. Noch einer. Though moose may seem like placid creatures, they're surprisingly aggressive. Carl Faubert had gotten off lightly. Hey, wir haben gar nicht gegen den Elch gekämpft, Mann. Wir haben gegen Wölfe, also wir sind gegen Wölfe angetreten, aha. Das Ding hätten wir auch. Gut, dass wir mal hier lang gelaufen sind, hm? Ja, ich denke, es wird jetzt hier alles alphawandig. In diesem komischen Eck hier sind, mit dem wir höchstwahrscheinlich nirgends wirklich durchkommen. Aber wie gesagt, hier soll ein Lagerfeuer sein. Da ist eins, okay. Cool. Oh, was haben wir denn da? Ein Revolver. Packen wir mal alles ein, ne? Ja, wie gesagt, ich glaube nicht, dass wir hier längs kommen.
Wir haben halt jetzt hier eine gute Speichermöglichkeit gehabt. Das wird's gewesen sein. Das ist nochmal so eine kleine Insel, aber wir können höchstwahrscheinlich nicht bei der anlegen. Und wenn wir doch vorbeikommen, in dieser Wand aus Birken, dann hätten wir nachher einen ziemlich weiten Fußweg, um wieder zum Boot zu kommen. Oder halt dahin zu kommen, wo wir dann im Endeffekt klettern müssen sollen müssen. Oder irgendwelche neuen Notizbucheintragungen im Moment. Okay, pass auf, wir gehen direkt weiter. Leech Lake. Demzufolge ist eine Explosion in den Minen schuld an den tragischen Ereignissen in dieser Region. Ich habe das Gefühl, dass sie mehr weiß, als sie vorgibt. Guten Abend, Nobart. Jules ist der wissenschaftliche Leiter der Agency. In einem Funkturm nördlich des Sees sucht er nach einer Möglichkeit, die Broom-Vorkommen aufzulösen. Bevor ich dorthin gehe, muss ich mir im Laden von Henryville Kletterausrüstung besorgen. Okay, ja, das wissen wir ja. Jetzt sind wir natürlich gerade nicht in Richtung Henryville, aber wir haben nochmal so einen kleinen blauen Stein gefunden. Cool. Ein Lagerfeuer fernab der gesamten Wege. Dann würde ich sagen, schwingen wir unseren Purpose wieder ins Boot. Fahren wieder zum Haus und dann gucken wir mal, ob wir da über die Brücke kommen. Eventuell ist das ja offen. Wir kommen da lang. Einen anderen Weg gibt es anscheinend nicht. Da ist der Funkturm, das grün-rote Licht, was ihr da seht. Der Schimmer. Jetzt sind wir unterhalb des Elches lang, okay. Anscheinend hätte ich im Haus so jetzt hier bei den Überlebenden noch ein paar Fotos schießen sollen, können, dürfen, müssen. Aber so wie es ausschaut, werden wir sowieso nochmal bei denen vorbei humpeln. Und dann schauen wir mal. So, Bootsteg ist nicht mehr weit. Ich würde sagen, falls ich drauf gehe, nehmen wir mal hier mal das Speichern wahr. Bears are shy creatures. Until one day, for no apparent reason, they react aggressively to feeling threatened. That day is often the last. Keep cool, der eine Bär ist eben vor uns abgehauen. Und der Elch auch. Und dann haben wir gegen Wölfe gekämpft, anstatt gegen den Elchen. Und das Spiel hat irgendwas über den Elchen erzählt. Dass sie doch manchmal sehr aggressiv sein können. Also ein geliebter Elch. Das waren die Wölfe. Es war nicht die Nachtigall, es war die Lerche. Es war nicht der Elch, es war auch nicht das Bärche. So, da ist die durch Birkenschösslinge verdeckte Alpha-Wand. Bam! Das heißt also am Haus vorbei. Dass wir die nicht mitnehmen können, macht mich sehr traurig.
oder übers Anwesen des Hauses, weil wir haben das Tor geöffnet. Dann hinten rechts müssten wir eigentlich zu dieser Brücke kommen. Die so ein wenig ausschaut wie diese Brücken in Venedig, die so überdacht sind. Zäpfle. Aha. Wer bist denn du? Was machst du denn hier? Du hast einen Schlitten für Hunde. Okay, cool. Ich habe einen Hund. Du hast den Schlitten. Lass uns zusammentun. Ah, oh, vous êtes le monsieur de la radio? Je pensais que vous seriez plus beau. Was? Hat er erwartet, dass sie besser aussehen? Ich glaube, ich gehe. Charlotte. Je suis venue ici avec mes chiens puis mon père. C'est des chiens de traîneau. C'est moi qui les ai entraînés. Je suis venue avec mon petit père. On a entendu le message de Madame Françoise pendant la tempête, alors on a attelé le traîneau. C'est vous qui avez peur. Les adultes, vous vous promenez avec vos faces d'enterrement comme si soudainement, la neige était la chose la plus dangereuse au monde. Tu sais, la pelle, ça existe encore. C'est pas une technologie perdue. J'ai eu un petit accident. Le traîneau a foncé dans un arbre, puis je me suis mordu la langue. Il faut que je répare le traîneau. Quand ce sera fini, si vous voulez, je vous le prête. Il faudrait retrouver mes chiens, par exemple. Je les ai laissés libres, puis je crois qu'ils en ont profité pour explorer les alentours. Si vous voulez qu'ils vous écoutent, donnez-leur ça. C'est des oreilles de porc. Attention, hein, faut pas en donner trop. Je veux pas que vous me rameniez des bébés gâtés. Nee, wie geil, getrocknete Schweineohren. Lecker, leckerli für Hunde. Aha, na dann. Hätte ich mal sagen, Kamera auspacken, probieren wir mal. Okay, wegwerfen. Was hat er denn in seinem Notizbuch notiert? Charlotte ist eine Teenagerin aus der Gegend, ihr Vater arbeitet in der Mine. Sie hat einen Schlitten, der mir nützlich sein könnte, wenn ich die Hunde finde, die ihn ziehen können. Francis ist ihr, das sagen die aber dann bla bla, okay. Was hat Maya? Oh, wir hatten doch da ein Foto, ne? Entschuldigung. Ja, ein Foto. Ein Foto von Charlotte. Fängt das wieder an. Okay, wir haben es. Ey, unglaublich. Achso, ich muss jetzt... Okay, jetzt ist unser hehres Ziel nicht mehr nach Henryville zu kommen und Kletterzeug zu besorgen, sondern jetzt müssen wir mit Schweineohren die Hunde finden. Also einen Hund haben wir ja schon gefunden. Der sitzt vor dem Haupteingang des Hauses. Mietz, 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 Mietz. Oder ging das anders? Warte mal. Ich erinnere mich jetzt nicht so sehr genau daran. Mietz, 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 Mietz. Nein. Okay.
Moin. So, bringen wir den jetzt erstmal zu ihr und gucken uns dann weiter um, oder? Wir bringen ihn erstmal zu ihr, ne? Ist jetzt, habe ich den jetzt in der Tasche oder was? Ich habe den jetzt bestimmt im Inventar. Bin eingepackt in die Hosentasche. Eieieiei. Ça va? Ça va. Je suis en train de le réparer. Je vous le prête si vous ramenez mes chiens. Ils doivent être en train de jouer à quelque part dans la neige. Bye. Ja, ich hätte mich jetzt tot gelacht, wenn wir unter verschiedensten Hund gehabt hätten. Obwohl der scrollt nicht oben durch. Okay, einen haben wir. Hunde, also es sind mindestens zwei. Vielleicht sprechen wir aber auch von einer Trilogie. Locken wir hier irgendwelche gezähmten und abgerichteten Karnivoren mit Schweineohren? Ja, schon wieder was vorne rechts irgendwie. Hört auch ein Geschirr an. Der ist in der Falle, Alter! Wie uncool ist das denn? Ein bisschen Schweineöhrchen, Kleiner. Ja, ein bisschen Schweineöhrchen. Good boy. Good boy. Und selber reintreten und warten, bis Hilfe kommt. Also, ist ja nicht mehr so weit. Okay. Viel Weg haben wir nicht mehr. Also ich meine, viel Raum zum Wandern bleibt uns nicht. Sagt uns die vom hier ansässigen Touristenbüro ausgehändigte Karte. Ich habe halt nur so ein bisschen Hoffnung, dass wir eventuell sogar tatsächlich noch so ein Stück blaues Eis finden. Aber das wird ja angemerkt durch den Geigerzähler. Wieso? Bis zum Eichhörnchen hinterher. Hier. Brauchst du kein Action machen, einfach nur mampfen. This is great. Verschwinden dann die Hunde, ne? Die sind einfach, weg. Ja, gut. Okay.
Okay. Nicht töten müssen, ne? Aber ich wollte jetzt keine Waffe abfeuern, weil dann erschreckt sich nachher noch der Hund und läuft auch weg. Ja, okay, damit haben wir eigentlich das Gesamtgebiet hier erkundet. Schlittenhunde. Ach, guck mal, da wird sogar angezeigt, wo die Schlittenhunde sind. Das ist ja jetzt rechts rum, okay. Und den direkt mit der Axt begegnen. Damit er weiß, wo hier der Hammer hängt. Das war aber das, was ich gestern noch zum Abschluss meinte, als der Typ da mit seinen Konservendosen irgendwie erzählte. Das ist ja scheiße, wäre hier bei dem Wetter raus und so. Für Ressourcen und so. Dass wir dann unterwegs sein werden, diverse Sachen zu sammeln oder halt das Reparieren der Fenster und so. Ah. Ist müßig. Und ich weiß nicht, ob das zur Spielerfahrung beiträgt. Also in meinen Augen nein. Das ist halt auch so der bittere Beigeschmack, den ich noch vom ersten Teil behalten habe. Da waren dann plötzlich Dinge dazwischen, die einem, weißt du, du bist eben noch mittendrin, also, boah, die Story, so bla, das Zeug, warum sind hier Leute eingefroren, einfach so, was ist das für ein Wendigo, der da plötzlich auftaucht, warum haben wir Flashbacks, warum kommen wir in Zeitschleifen und so, und dann machst du da plötzlich ganz komische Dinge, die einfach, die dich einfach aus diesem coolen Film rausreißen. Hunde suchen und mit Schweineohren füttern, die dann verschwinden. Cool wäre das, wenn die jetzt alle mit mir rumtollen würden. Jetzt in meiner Nähe, so yeah. Hörst immer mal Wuff und Witz und Blitz und Butz und so. Oh nee, die sind weg. Putsch. Der eine, der ist ja da oben. Aber hier drüben haben wir auch noch nicht, also hier, glaube ich. Ja, doch, sind wir ja. Wir mussten ja. Wir waren ja notgedrungen. Aber warte mal, was sehen meine alten Augen da? Einen unglaublich langen Weg. Der eventuell versperrt ist. Wir werden mal das letzte Schweineohr verfüttern, Freunde. Carl Faubert became pensive in front of the now assembled pack. The genealogy of these dogs could lead us back to time immemorial. Throughout the millennia, from litter to litter, they had never failed to guide man through a hostile nature. Ja, ich meine, ist ja nett, wenn die das jetzt so auflösen, dass wir mal drüber nachdenken, wie lange es her ist, dass sich Wölfe dazu entschieden haben, sich dem Menschen anzuschließen, weil sie einfach mit seiner nonverbalen Kommunikation recht gut klarkommen und sich dann quasi aufs Hundsein spezialisiert haben. Das hätte man auch in einem Nebensatz, genauso wie jetzt, das war ja auch nur ein Nebensatz, abtun können, behandeln können. Abtun klingt so herablassend irgendwie.
Ja, also, wir werden dann also gleich eine Schlittentour machen. Das ist cool. Da ist eine Hütte. Lagerfeuer, das war... Dann waren wir bei der Hütte, auf jeden Fall. Also wenn das Schweineohren verfüttern jetzt der Sinn und Zweck war, uns daran zu erinnern, what a core of goodness in jedem Hund lebt. Hey, was ist denn jetzt los? Oh, hallo. Hallo, hallo. Hallo. Ich muss nur kurz was gucken, ob irgendwas im Hintergrund angesprungen ist, was ich nicht möchte. Nee, da läuft ein Download. Ja, ja, okay. Ansonsten nehmen wir mal das Lagerfeuer, speichern und laden neu. Okay. Ja, sorry, Freunde, für diese etwas surrealistische Darbietung dieses Spiels im Moment. Ist ja komplett rum, ne? Wenn es am Download liegt, warte mal, das können wir ja rausklamistern. Zack. Ne, liegt nicht am Download. Das sagt auch nichts, okay. Ja, yeah, kommt vor sowas, ne? Di-di-di-di-di. Ah, ja. Wäre, gut, wir hätten sowieso zu dem Lagerfeuer gehen müssen. Kommt vor sowas. Wäre schön, wenn das ein bisschen, aber okay. Dann fahren wir halt gleich Schlitten, ist halt so. Ah, zurück rechts rum, da hoch quasi. Da ist auch ein Symbol für eine andere Gegend. Krass. Wir lassen Karl Faubert mal ein wenig verschnaufen. Oh, ein Tuff Tuff. Was man so alles übersieht im Schnee, ne? Ah ja, Level 3, okay. Dann wissen wir ja schon, wo wir demnächst hin müssen, ne?
quasi die ganze Zeit Richtung West-West-Nord. Die letzten Tage mal so ein bisschen in Foundry reingeguckt, dieses Aufbauspiel, dieses Satisfactory Minecraft Aufbauspiel. Ziemlich cool, die haben einige interessante neuen Sachen dabei, aber also man muss ja immer researchen, damit man weiterkommt, aber das ist so langwierig. Ich habe heute wirklich das Spiel im Hintergrund laufen lassen und habe halt irgendwo anders nochmal reingeschaut. Und habe quasi zwei Spiele auf dem Rechner laufen lassen. Guten Abend, Radlerherz. So, wir dürften die Wauzis jetzt alle zusammen haben, ne? Achso. Charlotte, lass knacken. Ça va? Ça va. Ich bin bereit zu gehen. Moi, j'ai fini de réparer le traîneau, si vous voulez aller vous promener. Ah, lass knacken. Il va falloir faire attention, hein. Les arbres, ils arrivent vite. Oh cool, wir dürfen... Was war das gerade? Schnellreise? Hierhin reisen, altes Haus. Wozu? Cool. Ja, wir müssten rein theoretisch da hoch. Also rein theoretisch müssten wir hier runter, weil da ist der Kletterpickel. Eispickel. Jemand Bündchen? Bärenblätter. Und da ist also nächstmögliche links ab, ne? Natürlich unter Beachtung der Verkehrsregeln. Boah, sind die fix geil, ey. Ob die Hunde nur Französisch sprechen? Was heißt denn auf Französisch links? Wenn ich jetzt jemand wäre, der seine Huskies 6 an der Zahl aufgezogen und trainiert hätte, weil meistens läuft das ja so ab, man lebt sehr nah mit den Hunden zusammen, und hätte so meinen eigenen Schlitten so irgendwie, dann würde ich dem nicht irgendeinem wildfremden, komischen Typen übermachen. Und ihm... Also meine Hunde dem Schicksal dieses Idioten auszusetzen, würde ich nicht machen. Okay, wir werden hier natürlich nicht langkommen, ist klar. Dann werden wir gleich wieder 2-3 Wölfe schlagen müssen. Vielleicht auch einen Bären in... Nee, ich muss zurück. Vielleicht auch einen Bären in die Flucht jagen und so. Ja, und wie eben schon erwähnt, also durch dieses ganze, jetzt haben wir Schweineohren an die Hunde verfüttert, Gedöns, bin ich jetzt echt so ein bisschen ab von der Story. Aber okay, tut vielleicht auch mal ganz gut, mal was anderes zu machen. Yay, wir fahren Schlitten mit dem Schlittenhund oder Hunden.
Okay, rein theoretisch kommen wir hier durch. Und schon kommen die Hunde. Henry will. Cool. Wie ich gesagt habe, ich pfeife und die Hunde kommen. Aha, aha, aha. Henryville wurde von einer Lawine getroffen. Kommt ihr mit mir? Ich habe auch noch Schweineohren, glaube ich. Habe ich noch Schweineohren? Ja, ich habe noch ein paar getrocknete Schweineohren für euch. Mit, Freunde. Die sind so fettig, die Dinger, ey. Ich möchte keine in der Tasche haben. Komm nicht, blöde Hunde. Dann wollen wir uns mal die Hunde holen. Didn't take a veteran in the art of bureaucratic euphemisms to see through the hypocrisy of this notice. Something terrible had happened here, and the HMC had been trying to cover it up. Evakuierungsbefehl. Ein Evakuierungsbefehl wurde für die Region Henryville Maniston erteilt. Aufgrund eines Großbrandes in der Umgebung und um die Minenanlage der Hamilton Mining Corporation empfehlen wir Ihnen, zu ihrer eigenen Sicherheit dringend ihre Häuser so schnell wie möglich zu evakuieren. Die Hamilton Mining Corporation sichert ihnen eine Entschädigung für die entstandenen Unannehmlichkeiten zu und hat eine umfassende Unterkunft eingerichtet, bis die Situation geklärt ist. Bitte beachten Sie, dass es sich lediglich um eine Vorsichtsmaßnahme handelt. Alles ist unter Kontrolle. Der Treffpunkt befindet sich im Ortseingang von Henryville in der Nähe der Wassertürme. Wir stellen Transporter zur Verfügung, mit denen Sie in Sicherheit gebracht werden. Mit freundlichen Grüßen des Management der Hamilton Mining Corporation. Kommt natürlich nicht hinein. Die biegen einfach ab. Die huschen gar nicht mit mir durch die Enge. Schweinehunde. Da. Ich wollte gerade da durch die Enge fahren mit denen, aber das machen die nicht. Die erkennen die Alpha-Wand besser als ich. Na halt, Hunde. Gesundheit. Zum Glück scheinen die meisten Ortsansässigen rechtzeitig entkommen zu sein. Wir können nur hochklettern, ne? Ey, die Hunde drehen wieder ab. Oh.
Ich hoffe, bei euch beiden ist alles soweit gut. Ich habe meinen Tag ohne obere Kauleiste auch ganz gut überstanden. Und bin sehr zufrieden, dass das endlich gemacht wurde. Hallo. Ein Messer wurde verwendet, um Zeichnungen zu schnitzen. In was? In den Metallboiler? Okay. Before freezing to death, this man had tried to carve a shape with his knife. What had he been trying to say? It was an animal, possibly a moose. Was it a warning for danger? If so, what was it? Also links neben den zwei Häusern ist das Moose. Da oben sind die bösen, bösen Wölfe. Vor seinem Tod hat er diese Karte angefertigt. Keine Munition mehr. Mehr dürfen wir nicht machen, okay? Irgendein Typ in einem Kreis oben rechts. Ein anderer Kreis links über den beiden Häusern. Unten irgendwas Viereckiges mit einem Tuppes. Wer weiß, wer weiß. Okay, mit den Hunden dürfen wir nicht weiter. Dürfen wir zu Fuß weiter. Okay. Henryville was bathed in a deadly silence. The streets were deserted. The houses too. And with this snow, this fog, it gave Carl the strange impression of having found himself in the memories of an elderly person. A past where a failing memory would have removed any human face. Oh, ich bin wieder willkommen in meinem eigenen Chat. Cool. Wenn die Müllabfuhrlänger nicht da, bestimmt, weil der da so illegal geparkt hat und nicht mehr wiedergekommen ist, oder? Er hatte nur Sommerreifen und die hatte er eingelagert.
Okay, aufgrund eines Brandes im Großraum der Minenanlage werden Sie aufgefordert zu Ihrer eigenen Sicherheit. Das ist der zweite Wasserturm, oder? Ja, anscheinend. Ihre Häuser zu evakuieren. Keine Panik, wir haben alles unter Kontrolle. Schon wieder da. There was no doubt that this looting was the work of the mercenaries at the service of the HMC. Carl Faubert could attest to the fact that this was not the first time that a subcontracting company hired for security purposes had engaged in this kind of excess. Geld und das Bild eines Segelbootes. Ich hatte ja gehofft, wir bekommen Security Card Nummer 3. Sicherheitsbeauftragten Armbinde mit dem Logo der Hamilton Mining Corporation gekennzeichnet. Er wurde gegen die Tür geschleudert. So gerne ich hier ins Lang gehen würde, weil wir in Richtung Kletterpickel unterwegs sind, ja, gehen wir auch. Ich möchte aber auch auf den Turm. Ich glaube, das Ding ist auf dem Turm. Ja, aber wie eben schon mal gemimimit, das ist echt wie im ersten Teil. Erst zieht es dich total mit, schubst dich in die totalen krassen Untersuchungen und so. Dann schubst es dich erstmal komplett in eine andere Richtung und lässt dich erstmal alleine. Und es passiert eigentlich gar nichts mehr. Ist natürlich auch eine Art, Spannungsbögen aufzubauen, aber es funktioniert vielleicht in einem Buch, aber in dem Spiel ist es immer so ein bisschen, oh, finde ich. Wie gesagt, tut natürlich auch ganz gut, jetzt mal einfach so, yay, chillmäßig durch die Gegend zu trollen, aber da wäre auch wieder so ein Kletterding. Und was haben wir da? Und auch keinerlei Relevanz mehr der Leichen irgendwie. Man muss kein Foto mehr machen. Es gibt noch nicht mal einen Tagebucheintrag. Das hat mich auch beim ersten so. Das, da war auch so eine Stelle dabei in dem Game. Da hast du dir gedacht, was geht denn jetzt? Du warst nur noch am Weglaufen. Ich glaube, da habe ich dann auch erstmal eine Aufnahmepause damals gemacht.
Ja, ist ja gut, wir wissen, dass der da oben ist. Und da haben wir jetzt den Gemischtwarenladen mit dem Kletterpickel. The ancestral Cree territory in Quebec covered 400,000 square kilometers, or about two-thirds the size of France. Ja, alles annektiert von irgendwelchen Pennern, die aus irgendwelchen europäischen Ländern dann sagten, meins! Es wird zwar, ja gut, es ist eine der, nee, soll ich wirklich? Ist eins der Hauptthemen hier, klar, logisch, aber auf der Suche nach einem Ort, um sich wieder mit der Natur im Einklang zu bringen, wunderschöne Wanderwege zu erkunden und ein unglaubliches Panorama zu entdecken, dann ist die Region Manistan das perfekte Reiseziel. Entspannende Angelnachmittage genießen oder unvergessliche Kajaktouren auf den vielen Seen und Flüssen unternehmen. Die riesigen Waldflächen Manistans bieten eine unvergessliche Nähe zur Natur und es gibt eine Vielzahl von geeigneten Stellen, die dazu einladen, das Zelt für eine Nacht unter den Sternen aufzuschlagen. Die Region beheimatet zudem auch eine florierende Bergbauindustrie. Dank des Bergbaumagneten William J. Hamilton ist die Kupfermine in Manistan eine der bedeutendsten Rohstoffquellen in Quebec. Henryville, ein Dorf, das im August 1940 gegründet und nach dem Sohn des Industriellen benannt wurde, ist immer einen Besuch wert, wenn man eine echte Oase der Ruhe besuchen möchte. Auch gastronomisch hat die Region einiges zu bieten. Der Geheimtipp der Einwohner, Bar und Bistro Le Deux Cuvées, ist ein absolutes Muss. Entspannung bietet das einladende Motel, in dem Besucher sich auf das nächste große Abenteuer in der Wildnis von Manistan vorbereiten können. Im ersten Game war relativ nah am Anfang, bevor die Straßensperre auftauchte. Auch so ein Flyer und da stand das Wort Chigabugamu. Bis ich geschnallt habe, wie man das ausspricht. Das wäre eine Folge wert gewesen. Oh, Henryville! Alkohol erhöht das Risiko der Hyperthermie. Ja, das stimmt. Unnötiges Stressfördermittel. Wie, Kaffee? Naja, ob das nun wirklich Stress fördert? Wird's nicht gelernt. Oder anders gesagt, länger nichts reingekommen, was? Munition, schön. Happy Flakes. So, jetzt müssten wir hier nur noch Holz finden, dann hätten wir hier wieder einen Speicherplatz. Ah, Nase. Postkarte von Henryville und Manistan. Komm, schreiben wir mal was drauf. Geliebte X. Bin jetzt seit
einer Woche unterwegs in scheißkaltem Wetter, werde gejagt von Phantomwölfen. Mir geschehen komische Dinge. Aber mir geht es gut. Du sollst nur wissen, mir geht es gut. Hopstart, Hoftweed. Ah ja, Hornflakes. Hornflakes, nein. Nein, wie cool. Ja, ich hab auch manchmal ein Horn, wenn ich meinem Kopf irgendwo gegen donner. Ich dachte, ich bekomme den Eispickel oben, deswegen wollte ich mich hier erstmal umsehen. Lemon Crackers, sind das diese Schokostangen? Oh, will haben. Kultplüschtier, ein kanadischer Elch. Ich will den haben! Wir haben den ganzen Karton voll, da fällt doch einer nicht auf, wenn ich ihn mitnehme. Oder? Da habe ich eben von Holz gesprochen. Rabenherz, was machst du da eigentlich für komische Clips? Mir ist beim zweiten Mal schon aufgefallen. Ich dachte, hä? Warum wurde das geklippt? Menno! Kriege ich so ein scheiß Elch nicht? Der hat aber keinen Bleistift, ein spitzer Arsch. Aus dem ersten Teil. Das ist ein kleiner netter Gag. Muss ich zugeben. Hey, verschlossen. This door is locked. After much thought, the detective became convinced that this scientist, this Jules Demers, must hold the key. Ey, jetzt sag uns nicht. Get to the radio tower. Wir müssen also hier oben hin. Ich meine, wir können da drüben gleich erstmal klettern, da drüben. Hier oben hin, um zu ihm hier zu gelangen, um dann von ihm hier dann da runter wieder, um dann hier in die Hütte zu gelangen. Ja, also das ist sogar so ein Kletterding. Um dann, weil wir es ja eben entdeckt haben, eventuell in den Besitz der Security Card Level 3 zu gelangen, um dann wieder hier hin. Ah ja, okay, der Wendigo schubst ihn da runter, okay. Nein, nicht ganz. Zuerst hat er ihn und dann...
Vielleicht ist es aber auch einfach nur ein schlaksiger Typ, der sonst nichts mit seinem Leben anzufangen weiß, außer ein Elchgeweih zu tragen und Leute zu erschrecken. Den hat er jetzt halt ein bisschen sehr erschreckt, erschrocken, schribbelt. Und der ist dann halt... Geigerzelea, wie viel Meter und wohin? Wir können eigentlich direkt die Axt rausholen, ne? Oder? Weil täglich grüßt das Murmeltier. Also. Eben noch ein paar Meter, jetzt 57 Meter. Mhm, okay. Ob es einen anderen Weg gibt hier aus der Misere oder müssen wir wieder dann pickeln und na gut, dann pickeln wir wieder zurück, oder? Lass mal schauen. Könnte ja sein, dass sich der Schnee hier so aufgetürmt hat, dass wir irgendwie drüber kommen. Dann sind wir nämlich bei diesem Auto da wieder. Sportlich, sportlich. Aber diesmal auf der anderen Seite, ne? Hallo? Alles voller Wuselbusel. Oh, da kommt Moos. Ich glaube, das mache ich nicht mit der Axt, oder? Sight of this animal was bone-chilling. Its shape seemed to be that of a moose. Its appearance, however, was nightmarish. Wir befinden uns jetzt quasi auf der anderen Seite der Stadt, ne? Rückseite der Häuser. So gesehen, okay. Oder ist das... Ne, ist das erste Haus? Wir sind direkt wieder am ersten Haus, okay. Ne, es ist... Doch, es ist das erste Haus, aber... Von der anderen Seite, 100 Pro, ja. Wo sind denn meine Wauzis? Geparkte und da wurde die ganze Zeit kein Müll abgeholt, deswegen.
Aber ich wollte doch eigentlich noch auf den anderen Turm. Hallo Bismarck. Grüße. Denn hier gab es ja noch was Geigenerzählerisches. Nee, dann ist es nicht auf dem Turm. Aber ist egal, ich will trotzdem auf den Turm. Ah, was trinken? Was dampfen. Gute Frage. Detective became convinced that this scientist, this Jules Demers, must hold the key. He had to get to the radio tower. Nicht wirklich viel. Einfach VOD schauen, dann weißt du es. Also überwiegend das hier. Genau das hier. Und das hier. Überwiegend. Unterbrochen von dem hier. Und dem, was gleich noch folgen wird. Dass ich mich jetzt schon wieder freue, weil es echt eine coole Abwechslung ist. War das hier lang oder? Ja, es war hier durch, ne? Ja. Aber sonst hast du nur verpasst, wie wir Schweineohren an Huskies verfüttert haben. Und wie gesagt, das, was ich da gerade getan habe, habe ich jetzt schon ein paar Mal getan. Eben kam noch ein Moose. Ein Elch. Ansonsten so ist nicht viel passiert. Ja, doch, wir haben eine Schallplatte gehört. Aber ansonsten würde ich sagen, sind wir gerade in einer Phase der Spielzeitstreckung und Zeitvertüdelung. Ist besser als Teil 1? Nee, ich würde sagen dasselbe. So vom Ablauf und vom Spannungsbogen her bisher. Besser? Nee. Es ist die Fortsetzung von Teil 1, definitiv. Und wie gesagt, mit demselben Spannungsverlauf. Bisher. Ich hoffe natürlich nicht, dass das Ende genauso sein wird wie bei Teil 1. Und das wäre ja auch ganz doof, ne? So, an dem Stoppschild, wo muss man da hin? Oh. Da links ist der Funkturm. Aber da direkt. Wir müssen ja jetzt nicht unbedingt zu der Eulen, ne? Wir können ja eigentlich hier bleiben. Da müssen wir klettern und da müssen wir hin. Aber da ist ja schon seit ewigen Zeiten eine Markierung. Und außerdem nicht wie, sondern als.
Klugscheißmodus aus. Oh. Bleibt mal da. Sight of this bear, well, what appeared to be a bear, Carl felt a chill run down his spine, and an unpleasant sense of alarm tugged at his nerves. La 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 la. Nur, dass man halt in Teil 1 die ganzen Sachen in verschiedenen Häusern erkunden musste und sich durch die Gegend schlagen musste, was manchmal ein bisschen nervig war, aber auch nur manchmal. So konnte man hier quasi nochmal alles, Hamilton Mining Corporation, so konnte man hier quasi alles erstmal in Hamiltons Anwesen Revue passieren lassen und lesen und so. Oh. Checkpoint. And a pretty sophisticated one at that. Carl Faubert found it very hard to imagine any reason a copper mine would require such advanced security measures. Aber jetzt im Moment ist es halt wie in Teil 1, also wir mussten von dem Häuschen hier, hier zur Brücke, um dann das gesamte Gebiet hier abzusuchen nach Huskies, denen wir Schweineohren füttern. Und dann hier drüber, da unten, den Eispickel zu holen. Und wir haben erfahren, dass wir hier in der Hütte, wo der Eispickel war, höchstwahrscheinlich sogar nochmal hin müssen, wegen einem Schlüssel, einer verschlossenen Tür, die der Typ hat, der sich hier oben befindet, in einem Funkturm, zu dem wir jetzt gerade auf dem Weg sind. Ja. Dann haben wir auf der Suche nach den Huskies gesehen, dass es hier nach Iwichwach Valley geht. Aber dazu brauchen wir eine Security-Karte Level 3. Da werden wir wohl auch noch was finden. Also im Endeffekt ist das wieder ja ein Hin und Her und rüber und so und träumen Androiden von elektrischen Schafen. Na, welcher Film basiert auf diesem Buch von Philip K. Dick? Gewinnen könnt ihr nichts, gar nichts. Im Los Angeles der Zukunft, in der fortschrittlichen Technologien, einer Welt von im Genlabor erschaffenen Menschen und hochentwickelten künstlichen Intelligenzen kreiert haben, wird ein ehemaliger Polizist damit beauftragt, flüchtige Replikanten, menschenähnliche Androiden, die sich der Kontrolle entzogen und abgesetzt haben, ausfindig zu machen und aus dem Verkehr zu ziehen. Als es jedoch darum geht, eine Gruppe von Replikanten zu finden, die auf die Erde zurückgekehrt sind, beginnt er, seine eigene Menschlichkeit und Identität zu hinterfragen. Die Grenzen zwischen Mensch und Maschine verwischen dabei zusehends. Na, welcher berühmte Science-Fiction-Film basiert auf dieser Geschichte von Philip K. Dick, meine Lieben?
das Wort Replikant müsste euch ja schon alles verraten haben. Ich meine, für einen Walking Simulator, mehr will das Spiel ja im Endeffekt auch gar nicht sein, denke ich mal. Es ist schon super krass, super schön. Die Geschichte ist fantastisch. Der Sprecher hat einfach eine Gänsehautstimme und so. Aber wie so häufig wird denn immer so ein bisschen am Gameplay. Ja. Wird manchmal eher ein Stolperstein draus als Gameplay. Ist im Moment noch nicht allzu stark der Fall. Und wie gesagt, dadurch, dass wir jetzt erstmal hier dieses gesamte Gebiet ohne irgendwelche coolen, kruden Geschichten und so weiter erkunden mussten und eigentlich immer wieder dasselbe gemacht haben, auf das Knacken vom Geigerzähler reagiert haben, in der Nähe von diesem Zeug ist dann immer irgendein wildes Vieh. Ich bin so froh, dass wir das auf Detektiv gespielt haben und nicht auf normal oder schwer. The detective became convinced that this scientist, this Jules de Mers, must hold the key. He had to get to. Ja, das haben wir eben schon im Dorf zweimal gehört. Also irgendwie so ein bisschen, ja. Halt ein bisschen, ja. Und da ist auch nochmal Security Stufe 3, ne? Okay, alles klar. Dann werden wir eventuell von dem Wissenschaftler in seinem Türmchen die Karte bekommen. Eventuell. Ansonsten müssen wir vielleicht ja sogar wieder zurück zu Shop in Henryville und dort oben im Geschäft. Wir bekommen da Karte. Okay, und ab und an finden wir Karten, die wir nicht mitnehmen dürfen. Vertrauliche Informationen bleiben unter der Erde. Verstöße werden geahndet. Ja, richtig so. Okay, wir können hier irgendwo speichern. Ach, da. Bum 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 bum. Guten Abend! Anubis und Kampfmaus, guten Abend. Ja klar, wisst ihr das. Blade Runner. Ja, eigentlich ist das auch nur eine Kurzgeschichte von Philip K. Dick. Träumen Androiden von elektrischen Schafen. Oh mein Gott! Wir haben gespeichert, ihr Lieben. Cool. Warte mal. Schon wieder so spät. Wir haben gerade mal ein paar Meteoritensteine eingesammelt und sind immer noch nicht bei dem Wilfried Wagensang oben auf seinem Turm. Das ist schade. Bitte umziehen und waschen. Laborausrüstung muss vor Ort bleiben. Der Sicherheitsausschuss der Hamilton Mining Corporation. Gute Ausrüstung, lange Lebensdauer, Hamilton Mining Safety Corporation, auch die Company. Entschuldigung. Zack. Ja, Anekdote aus dem Leben. Für mich hat ein neuer Lebensabschnitt begonnen. Meine obere Kauleiste wurde endlich vernünftig unterfüttert. Und das ist ein neues Lebensgefühl. Meine Wauzis sind da drüben. Wir brauchen also hier schon die Sicherheitsstufe 3, die wir noch nicht haben. Oder wir knacken uns so einen Bagger. Ich hätte eigentlich gehofft, dass wir hier, dass der Bagger uns eventuell die Türe geöffnet hat. Die uns hier irgendwie durchmogeln können. Wo hätten wir denn noch was, wo wir eventuell diese Karte herbekommen? Hier drin war nichts mehr, ne? Keine
Schublade, die sich öffnet. Nur die Eishockey-Karte da. Eben Baseball gesagt. Wäre aber untypisch für Kanada, oder? Hm. Ach so, ne klar. Ne klar. Wir brauchen gar keine Karte. Ne, wir müssen jetzt echt original zurück. Okay, wir müssen zurück. Wir haben gar keine andere Chance. Wozu haben wir denn die Kletterausrüstung geholt, wenn wir jetzt eine Karte hätten? Wäre ja Blödsinn. Oh, tut mir leid, Kinder. Ich muss euch Mutti zurückbringen. Wir könnten uns hier auch mal umgucken, ne? Also wenn die Hunde nicht wieder vor irgendeiner Alpha-Wand zurückschrecken. Oh. Also unser Kerl hätte sich ja ruhig mal ein bisschen fitter halten können, oder? Er ist immer recht schnell außer Puste. Auf der anderen Seite, durch so tiefen Schnee zu rennen, ist bestimmt eine Freude. Und mit Schneeschuhen könnte man nicht so rennen. Aber man würde auch nicht versinken, also von daher, oder versacken. Ja, bin ich ja total versackt, ey. Ich meine, ihr kennt mich, ich bin gerne so ein Explorer-Typ, der dann auch noch total glücklich darüber ist, wenn er irgendwo abseits der Wege irgendwas finden darf. Ach, guck mal, da sind wir eben mit dem Brötchen drunter hergefahren. Da können wir mal da drüben hin. Also, ne, Freude, dass irgendwie irgendwo was entdeckt wird und so. Ah, wir müssen sogar dahin. Aber selbst das hält mich im Moment nicht bei der Stange. Das ist echt so. Oh. Ja gut, wir werden jetzt gleich wieder irgendeine Waffe ausrüsten, weil jetzt gleich kommt wieder irgendein Tier. Wir brauchen aber keine Waffe. Wir werden eh nur angegriffen kurz und dann ist das weg. Und wir haben auch Heilkram und so. After much thought, the detective became convinced that this scientist. Echt? Nach langem Überlegen ist jetzt mal da drauf gekommen, dass der den Schlüssel hat. Das ist jetzt das vierte Mal, dass wir das hören. Unnötig. Doubt this amount of fragments would be enough for Jules Demers. Carl could return to the strange scientist's radio tower. Ihr Arschlöcher. Also wir werden jetzt, ne, mit dem Kletterpickel in der Hand zurück, werden da hochgeklettert. Und dann hätte dieser Typ gesagt, aber ich brauche noch eine Menge von diesem Zeug, damit ich überhaupt analysieren kann.
und hätte uns weggeschickt. Gut, dass ich durch die Gegend latsche und mir mal alles angucke. Wir haben quasi jetzt eine Quest gelöst, die wir noch gar nicht angenommen haben. Tja, weiß ich nicht. Kann ich schwer bewerten. Wir haben natürlich das Glück, dass ihr so einen bekloppten alten Sack habt, der unbedingt immer überall erstmal lang muss, bevor er dann dahin geht, wo er hin soll. Aber wenn man jetzt wirklich diesen vom Spiel eigentlich so gedachten Weg gegangen wäre, wäre man doch etwas frustriert, glaube ich. Also ich wär's. Doch. So irgendwie so. Ah, nein, echt jetzt? Ach, scheiße. Dann müssen wir jetzt noch überall hier hin. Das ist ja voll doof, hätte ich mir gedacht. Hätte ich vielleicht auch gesagt, weiß ich nicht. Trotzdem, ich bleibe bei der Stange und wir werden das auf jeden Fall zu Ende bringen und ich werde auch aufhören rumzumimimien. Ich wollte nur mal angemerkt haben, dass sich das anscheinend durch die Serie zieht. Hamilton hatte hier ein Stelldichein mit seiner Cynthia? Das glaube ich nicht. Obwohl, beim richtigen Wetter? Seine Miene. Er hat ihr seine Miene gezeigt, wisst ihr? Er wollte ihr mal was richtig Schmutziges zeigen. Seine Finger? Seine Gedanken? Sein rabenschwarzes Herz? Man weiß es nicht. Hey, lass die Knarre weg, Mann. Wo bist denn du hier? Du bist ja hier nicht in der Kneipe. Du bist im Wald, ganz alleine. Keine Bedrohung, nichts. Kein Moose, kein Bär, kein Wolf, kein gar nichts. Komm, wir holen die Hunde und dann ab dafür. Oh, da sind ja doch Wölfe. Hol die Horn ab, die sind lieb. Okay, so, wo bin ich denn? Da bin ich vom Schlitten ab. Ach, die machen sich ja schon bemerkbar. Hallo, ich komme. Aber man hätte sich dann auf jeden Fall gefreut, dass man Charlotte kennengelernt hat, die einem... war klar. Die einem die getrockneten Schweineohren in die Hand gedrückt hat, um ihre Hunde zu suchen. Und man dadurch halt die Möglichkeit hat, mit dem wunderschönen Schlitten zu fahren und den Hunden. Darüber hätte man sich dann gefreut, wenn man jetzt sich nochmal hätte auf den Weg machen müssen, nach noch mehr Fragmenten suchen zu dürfen. Doch. Das hat was. Okay. Wie ist Französisch links? Links? Ho. Hä? Und ho. Ba, ba, ba. Ah, hat man das schon geguckt? Oh. Glaube ja. Auch schon wieder Müll ohne Ende, ey. Schweine. Auf, auf. Ist Charlotte jetzt tot oder was ist los? Wow. Kommen wir überhaupt da links rum mit den Wauzis oder hauen die denn wieder von der Alpha-Wand ab? Die hauen ab. Die wollen nicht dahin. Okay. Aber ich will dahin. Das siehst du, die wollen da ganz unten rum, aber das will ich nicht.
Wenn ihr nicht zur warmen Hütte wollt, wird sich hier auf der Brücke getrollt. Oder hier. Oh. Tschüss. So, okay, cool. Auf zum Bötchen, Bötchen schnappen, hochschuckeln und zu den Wissenschaftlern. Schauen wir mal, was der Wissenschaftler noch so von uns will. Dann haben wir schon fast wieder Feierabend heute, oder? Wir haben Feierabend, sagen wir es mal so. Ich bin falsch gegangen. Ja. Wird da erst hochgemusst, um dann links runterzukommen. Nee, ich mache jetzt keinen Abstecher in dem Haus. Keine Lust. Keine Lust auf diese komischen Gesichter. After much thought, the detective became convinced that this scientist, this Jules Demers, must hold the key. He had to get to the radio tower. Ja, gut. Ja, Richtung Nordwesten. Wir sind da, liebe Freunde, liebe Gemeinde. Wir werden nun mit dem Kletern gehen. Vorher machen wir natürlich noch mal eine kurze Speicherung. Und jetzt können wir dort hinauf. Wir haben hier ja schon das Gesamtgebiet abgegrast. Ob er es schaffen wird, wir sind uns noch nicht ganz sicher. Und, gut, das hätten wir geschafft. Verdammte Hacke. Wir sind natürlich da an diesem Ende, okay, das ist aber kein Ding, das ist schon mal ziemlich cool, weil wir dadurch nicht irgendwie links, rechts in irgendwelche Sackgassen laufen müssen, um die zu erkunden. Also ich, ihr kennt meinen Zwang, ja. Und Karl Foubert muss sich auch nicht total verausgaben, nur weil ich, alter Mann, unbedingt mit ihm überall hin möchte. Um zu gucken, es könnte ja noch was geben. Sieht auch aus, als könnte man hier hinauf, na, aber ist halt kein Tomb Raider. Ist halt Kona.
Ein bisschen vermisse ich schon die ganzen mystischen Symbole aus dem ersten Teil und so. Aber ich glaube, dann hätte ich sowieso sowas erzählt wie Möh, alles wieder aufgewärmt. Nee, ich glaube nicht. Ich habe mich auch eben über die Musik gefreut. Also die, ich weiß gar nicht mehr, wo man die im ersten Teil hört. Das ist eigentlich immer sehr nett, finde ich. Wolves do not generally attack human beings. At least, not unless you attack them first. Ist ja auch so ein Ding, dass sich Hinterland, also die Macher von The Long Dark, extra so ein Disclaimer vor dem Spiel da angepinnt haben. Dass ihnen wohl bewusst ist, dass die Tierwelt nicht so aggressiv ist, wie sie es da in diesem Spiel darstellen. Was aber im Spiel darauf zurückzuführen ist, dass halt eine ganz komische Atmosphäre herrscht, seitdem der endlose Nacht The Long Dark eingebrochen ist. Okay, wir sind da. Oh, die gute Dano poltert hier einfach so rein. Na, was ist denn los hier? Na du! Guten Abend, Danu, und vielen lieben Dank für den Raid. Du kennst, ich glaube, wir kommen jetzt endlich zu diesem komischen Wissenschaftler. Funkturm. Yeah! Hey, ich weiß gar nicht, ich hoffe, die Leute hängen nicht noch in der Werbung fest. Okay. Ansonsten begrüße ich einfach mal alle Danuten, die jetzt hier rübergescheppert wurden von der bösen, bösen Danu. Die hat euch nichts Gutes gewollt, wenn sie euch zu mir schickt. Jemand war dabei zu packen. Okay. Das wird wohl vielleicht unser Wissenschaftler gewesen sein, der jetzt abhauen wollte. Aber er hat die Kurve nicht ganz gekriegt, was? Zumindest sieht es fast so aus, als stünde das Gefährt schon ein wenig hier rum. Vielleicht seid ihr das gewohnt. Die Dano ist gar nicht so böse, du lügst. Zum Messen des Luftdrucks in der Umgebung. Ja, wozu soll ein Barometer wohl sonst gut sein? Misst die Windgeschwindigkeit und Richtung. In dem Fall nur die Geschwindigkeit. Die Richtung wird nicht ermittelt durch dieses Gerät. Denn es hat keine Windfahne. So, das, was wir im Volksmund als Wetterhahn bezeichnen würden, misst die Menge des gefallenen Schnees und der Insekten, die sich dummerweise darin verirrt haben. Ein was? Ein Pyranometer? Okay. Zu La Radianz, zum Messen der Sonneneinstrahlung. Okay, cool. Da, Duct Tape. The detective became convinced that this scientist, this Jules de Mers, must hold the key. He Jules de Mers. Ein Thermometer. Es sind gerade schlappe minus 25 Grad Celsius. Alter. Da friert der Atem beim Atmen. Was? Ja, das sagst du so. Nur weil die Temperatur nicht stimmt, kann sich trotzdem mal so ein Insektchen verirren. Ja, hast vollkommen recht. Insekten werden sich hier kaum tummeln. Was war das? Bug? Mein Bug? Dein Bug? Unser Bug? Oh, gut, dass wir immer gesammelt haben.
Old Mill Clean Syrup. Schon wieder eine kanadische Münze. Die Flasche Cola, die hatte bisher auch noch keine weitere Bewandtnis, ne? Schade. Irgendwie so ein spitzer Spruch über zu viel Zuckerkonsum oder so, wie eben mit dem Kaffee, der Stressverstärker. Wäre doch vielleicht nett gewesen. Die gemeine Frostfliege. Das wäre eine Möglichkeit, Nobart. Ich vergaß. Sie ist ja heimisch bei Temperaturen so um die minus 30 Grad, habe ich mir sagen lassen von einem Freund. Hier vorne hätten wir die Sicherheitskarte brauchen müssen. Ja, okay, alles klar. Weil gelbe Tür, ihr wisst. Bonjour, bonjour, Dingens, Bummens. Woran schraubst denn du da? Geiler Monitor. Cool. Titelmelodie aus dem ersten Teil. Okay, ich hoffe, wir haben jetzt so ein bisschen die Zeitstreckphase des Spiels hinter uns gebracht und bekommen vielleicht noch ein paar lustige Anekdoten, eventuell noch ein paar Dinge zu lesen. Aber auf jeden Fall weitere Hinweise auf dieses komische Zeug. Ein RBM 205 Data Processing System. Oh Mann. Gab's denn wirklich? Ja, mehrere Proben. Seltsame blaue Gesteinsproben. Karl, was hast du in deinem komischen Beutel? Das sind keine seltsamen blauen Gesteinsproben, Karl. Der wird meines Zeitnamens einfach nicht gerecht. Verschiedene geologische Werkzeuge. Fehlerhafter Prototyp. Das hat er sofort erkannt an den zerborstenen Birnchen. Also, ja. Bon Equipment. Material radioaktiv danger. Nee, ich bin wirklich ultra happy, auch wenn es dadurch natürlich ein bisschen smoother wird, aber dass wir das Spiel nicht auf normal oder schwer gespielt haben, sondern echt auf Detective. Weil es geht um die Geschichte und nicht Wölfchen, die einen bei so einem komischen Loch mit einem Meteoriten drin irgendwie angreifen. Loyalität und Diskretion ist ihre Aufgabe. Jetzt können wir uns hier schon wieder eine Kona-Cola holen. Ja, wenn es gibt, vielleicht ein Archiv mit, ne? Ich meine, wir haben ja einige kanadische. Der säuft die direkt weg, ne? 25 Cent Münzen, also von daher können wir ruhig mal ein bisschen. Aha. Wissenschaftliche Aufzeichnungen. Erhebliche atomare Reaktionen des roten Mistanids bei 235 Megahertz. Faszinierend. Entstehende elektromagnetische Strahlung wird gebündelt weitergeleitet. ILF bis LF stabil. MF und UHF
Erhöhte Konzentration, aber UHF ist das Ultra High Frequency. Egal. SHF und SWR und WDR und ARD und ZDF. Überproportionale Beschleunigung. Der Maximalwert des instanten elektrischen Feldes ist paradox. Über EHF hinausgehend? Mögliche Ionisierung. Vorsicht. IO nützlich? Probleme mit dem Oszillator noch nicht gelöst. Prototyp 11 ist implodiert. Muss die Entwürfe des Prototyps finden, der den Experimenten standgehalten hat. Improvisiertes und muffig riechendes Bett. Ja. Er wird hier keine Waschmaschine haben, um mal eben sein Bettzeug zu waschen. Und wer weiß, wie lange der schon in den gleichen Klamotten hier am Rumwerkeln ist. Ja, wieder eine Eishockey-Karte, die wir leider nicht mitnehmen können. Schade. Okay, ich glaube, ich komme jetzt zum Trinken und Dampfen. Bonjour. Salutations. Voyons voir, vous devez être détective... C'est quoi le nom déjà? Ah, Carl Faubin? Oh, bonjour. Mais votre posture, vos manières, votre accoutrement disent ancien militaire. Soit vous étiez le détective engagé par William, soit vous étiez un agent étranger venu me zigouiller. J'ai préféré opter pour la pensée positive. Choix judicieux. Ah, la bonne heure! Il me faut un prototype qui a été laissé à la HMC dans les archives. Un petit engin qui pourrait tout régler. Je suis bien heureux de votre arrivée. Y aller moi-même aurait assurément signifié ma mort. Ach, und für mich nicht? Für mich nicht? Wer bin ich? Habe ich irgendwie einen blau-roten Dress an mit einem roten Cape irgendwie, ja? So strumpfhosenmäßig? Und steht ein dickes S auf meiner Brust? Ah, ich glaube nicht. Ils ont découvert une météorite il y a plusieurs décennies. Un fragment de matière inconnue, venu des confins du cosmos pour frapper notre planète il y a de ça des milliards d'années. Ça vous a donné le vertige? William a fait construire un laboratoire souterrain alentour. Das ist wohl wahr, Nobart. Das ist wohl wahr. Es ist doch dann in diesem Zusammenhang vielleicht doch eine Superkraft. Wir können einfach speichern und neu laden. Danu, gute Nacht, schlaf gut, träum süß. Komm gut in den neuen Tag und lass dich nicht ärgern. Schlaf gut. Danke nochmal. Ciao. So, über das Mistanit. Guten Tag, mein Name ist Tanit. Ich bin Mistanit. Kennen Sie mich? Ah, c'est une matière fascinante. Elle fait mentir tout ce qu'on connaît de la thermodynamique. Elle génère un froid glacial, peu importe la température de l'environnement dans lequel elle se trouve. Et ses effets sont déroutants. Non contenus. Elle génère une sorte de brume translucide, hautement radioactive, et qui induit une sorte de psychose à son contact, en plus de créer des mutations génétiques chez les plantes et les animaux. L'explosion du laboratoire en a malheureusement répandu partout dans la région. Das ist jetzt die fucking Lösung für... Hey! Oh! Yo, hey, yo, hey, yo, wow! La radioactivité s'est probablement déjà attaquée à vos organes vitaux. Je parierais pas sur votre survie. Avec, en plus, ja, danke. Toutes ces bêtes mutantes et agressives qui se trouvent à l'extérieur, vous avez beau être un ancien militaire, mais. Oui. Dans tous les cas,
Trouver ce prototype est de la plus haute importance. C'est notre seul espoir. La radioactivité s'est probablement déjà attaquée à vos organes vitaux. Je parierais pas sur votre survie. Avec, en plus, toutes ces belles vitantes et à l'extérieur, vous avez beau être un ancien militaire, mais oui. Es ist unerlässlich, dass wir diesen Prototypen finden. Er ist unsere einzige Rettung. Na dann. Verstanden. Oh, wir haben die rote Zugangskarte für Stufe 3. Wir haben einfach Stufe 2 übersprungen. Das finde ich cool. Es hält sich nicht an die Doom-Regel. Das ist cool. Wir finden nicht erst die grüne, dann die gelbe, dann die rote. Nein, wir kommen direkt von grün auf rot. Das ist gut. ID-Nummer SSA 1028. Cool. Using this key card without the proper clearance is strictly verboten. Also nur nutzen. Ich darf die doch gar nicht nutzen. Elle permettra de descendre dans la mine. Si vous trouvez d'autres fragments de mistanite, rassemblez-les. On en aura besoin et en bonne quantité. Ich will noch mal kurz mit ihm reden, weil es gab eben noch die Option Hamilton ist tot. Hamilton ist tot. Ouais, bien sûr, on n'échappe pas aux probabilités. Avec la maladie, les menaces, maintenant la tempête. Er nimmt das aber locker hin. Aber elle, mes calculs mettaient son espérance de vie à 81 jours. Ja, aber es waren keine 81 Tage mehr. Il a excédé deux jours. Un bâtard, notre William. C'est un type. C'est un type. Über seine Krankheit, ok. Il était en état de grave dérèglement cellulaire, un peu comme un cancer, si vous voulez. Avec dégénérescence accélérée. Il a été exposé à. Je m'employais à trouver un remède avant que tout ça arrive. Okay, aber das Ziel, das wäre dann... Wir müssen finden den Prototyp über ihre Forschungen. Sie ist überaus wichtig. Es ist die einzige Rettung dieser Welt. Ce que je peux vous dire, c'est que tout ce qui se passe en ce moment, la tempête, les anomalies, tout est lié à l'explosion à la mine il y a quelques jours. J'en sais peu de choses. Je travaillais directement du manoir depuis quelque temps. Il y a plusieurs causes possibles. En plus des recherches, la HMC continue à creuser. Il y a pu y avoir un souci technique, une erreur humaine. C'était peut-être même intentionnel. La HMC ne faisait pas l'unanimité. Also das war ja jetzt das Schöne gerade in dem ersten Drittel von dem Game, dass wir echt viele Dokumente gefunden haben, die uns Einblick verschafft haben über viele Dinge, die da abgelaufen sind. Gut, es war viel für mich zu lesen und viel für euch zuzuhören, aber trotzdem, es war echt total schön. Über die übernatürlichen Ereignisse. Surnaturel, oui, oui, si on veut, congelé, stalagmite, bête dénaturée. Et je soupçonne qu'il y a quelque chose d'autre qui soit né dans cette brume. Quelque chose qui se cache dans la tempête et rôde à travers la forêt. Quelque chose de sanguinaire qui commence à peine à faire ses ravages. Il a gerade gesagt, ils sont alle am Arsch. Ah, das habe ich verstanden. Ils ont découvert une météorite il y a plusieurs décennies. Un fragment de matière inconnue. Ja, ok, das hatten wir schon, aber das kann ich nicht überspringen. Schon. Frappé notre planète il y a de ça des milliards d'années. Da kann einem schwindlig werden. Ja, on fait construire un laboratoire souterrain à l'entour. Über das Labor. De ce que je sais, William et son équipe de recherche ont très vite eu accès à d'importantes sources de financement. Aus der UdSSR. Das haben wir alles schon herausgefunden. J'ai entendu parler de la mistanite comme de l'énergie de l'avenir. Aber wenn es doch
Also eine enge Zusammenarbeit zwischen der damaligen UdSSR und der Hamilton Mining Corporation gab, dann gab es ja höchstwahrscheinlich nicht nur einen Meteoriten. Weil da war ja die Sprache vom Austausch von Wissen zur Schaffung von Synergien. Das heißt also, beide hätten dran geforscht und vielleicht spielen wir das Spiel demnächst nicht in Nordkanada, sondern im Ural oder so. Auf Wiedersehen. Oui, au revoir. Au revoir. Irgendwie so. Ja. Yeah. Das heißt also, wir hätten so oder so die Arschkarte gehabt. Warum steht denn jetzt der Schlitten da? Wir haben den Hundeschlitten doch brav wieder hier abgestellt. Wir werden wohl höchstwahrscheinlich dann mit der Zutrittskarte jetzt eine Abkürzung freigeschaltet haben. Das ist natürlich sehr sinnvoll. Und irgendwie, auch wenn es jetzt schon relativ spät ist, habe ich noch Bock, da mal nachzuschauen, ihr Lieben. For sure, Jules de Mers was a strange character. Living in isolation could shake the most imperturbable of minds. But Carl had the intuition that the scientist's singularities were rather innate. Ja, und ist total nett, dass wir da den Hundeschlitten haben. Definitiv. Moin, Jungs. Ja, wir können eigentlich direkt durchlatschen, ne? Ich lasse euch mal hier stehen. Da vorne wird es eh ungemütlich für euch. Ah, ihr habt dann ein paar Schweineohren. Ja, vielleicht gehen wir auch zurück und holen den Schlitten, weil ich glaube nicht, dass auf dem Weg wirklich was zu finden ist. Und das sieht danach aus, als könnten wir hier ruhig mit dem Schlitten durch. Okay, machen wir. Ich hoffe, ihr habt euch jetzt nicht überfressen an den Schweineohren. Ihr müsst mich jetzt noch ein bisschen ziehen, ihr Lieben. Okay, cool. Fein. Fein, fein. Gute Jungs, gute Jungs. Oh. Ein Pickup von der Hamilton Mining Corporation muss einfach mal angeguckt werden. Findet ihr nicht auch? Drüben ist noch ein Tor. Inwieweit hat das Relevanz? Also es scheint außerhalb der Spielkarte zu sein. Also von daher denke ich nicht, dass sich das öffnen lässt. Nein, es ist ein zugekietetes Tor. Hole that revealed itself to Carl gave him vertigo. It was not the height, but the immensity of the thing. Few images could have depicted so clearly the extent of the voracity with which men consumed these raw materials. It was on the scale of the worst natural disaster. Das ist doch noch gar nichts, ey. Ich weiß nicht, aber habt ihr euch schon mal einen Tagebau angeguckt? Das ist einfach ein Horror. Oh.
glaube, in irgendeinem Tagebau gibt es tatsächlich oben so eine Aussichtsplattform, wo man sich hinsetzen kann, gemütlich. Was soll man da machen? Aufschreien und heulen? Über die Vernichtung, die da stattgefunden hat, weil wir Rohstoffe verballern wie Jack? Keine Ahnung. His conversation with Jules Demers had convinced him of the dangers of exposing himself to this smoke. Ja, wo sollen wir hin? Da oben rein? Ist wahrscheinlich, ne? Oder da unten rein, je nachdem. Oder da drüben rein, wie man das so sieht. Wir können ja nichts anderes machen, wir brauchen ja den Prototyp. Jungs, haltet euch fern, ist nicht gut für euch. Wie, kein Freizeichen? Ja, Verstöße gegen Weitergabe von vertraulichen Informationen werden geahndet. Ist ein Licht am Ende des Tunnels. Jenseits des Neptuner Science-Fiction-Roman. Allein im All treibend ist der Astronaut Charles Black auf seinem Überlebensinstinkt angewiesen, als eine Mission zu Planet X im Desaster endet. Okay. The surveillance equipment at this copper mine rivaled that of Montreal's largest banks. What were they so keen on protecting? Da haben Sie recht, Herr Nobart. Geh ins Licht, Mary Ellen. Da ist doch Karl Faubert. Mary Ellen ist gar nicht da. 1970er Pin-Up-Kalender. 0000. Wollen wir uns noch mal eine Cola ziehen? Was meint ihr? Natürlich will ich ins unterirdische Labor reisen. Hey, warum sind nicht? Warum bin ich denn hier? Mary Ellen hieß die Mary Ellen, die Kleine, die nicht ins Licht gehen sollte. Bei Poltergeist. Unterirdisches Labor. Ja, ne? Die hieß die Mary Ellen.
Hat der irgendwas erzählt von den Archiven? Ich hatte wieder eine Halluzination der Kreatur. Dieses Mal hat sie jemanden von einer Klippe geworfen. Da hätten wir Fotos machen sollen und irgendwo hätten wir auch noch eine Notiz bekommen oder so ein selbstgemaltes Ding wie diese Karte da. Die Mine ist seit der Explosion geschlossen. Jules hat die Zugangskarte, die ich benötige. Ich habe die Zugangskarte zur Mine. Angeblich kann ich ein unterirdisches Labor finden, in dem das Mistanit genauer untersucht wurde. Mistanit wurde aus einem Meteoriten extrahiert, der von vor Milliarden von Jahren in Nord-Quebec einschlug. Es kann Broom erzeugen. Bei Kontakt mit diesem Nebel verfällt man in einen psychotischen Zustand. Zudem führt er zu genetischen Mutationen bei Pflanzen und Tieren. Jules konnte ihn mit einem Prototyp, der hier im Archiv der Hamilton Mining Corporation gefunden wurde, sowie mit reichlich Mistanit-Fragmenten neutralisieren, die bei der Explosion im Labor in der Gegend verstreut wurden. Unterirdisches Labor. Hier betreibt die Hamilton Mining Corporation ihre dubiose Forschung über Mistanit und Broom. Die Anlage sieht riesig aus und sieht riesig und hochentwickelt aus, so wie alles andere, was zu William gehört. Der Alarm schrillt, was das untermauert, was die Francis und Jules gesagt haben. Hier ist etwas Ernsthaftes vorgefallen. Vielleicht eine Explosion, die eine Menge Zeug irgendwie in der Gegend verteilt hat? Könnte das sein? Ah, wirklich stimmig und schön gemacht. Zum Glück sind wir hier nicht bei Biotic Factor. Jules had spoken true. The mine housed a highly advanced laboratory. Now, Faubert had to find that prototype. Ah, cool. Die hatten es aber kuschelig hier. Lustiger Schimpanse, ein batteriebetriebenes Musikspielzeug. Das hatten wir doch auch schon beim Hamilton, ne? In der Villa. Abbey Road von den Beatles. Oh. Aber die dürfen uns hier nicht anhören, ne? Ja, ja. Ersatzteile. Der Globus spielt auch immer wieder eine Rolle, ne? Und noch mal eine Cola, okay, komm. Warum nicht, Mann?
Okay, die Kantine ist verriegelt und verrammelt, oder? Aber irgendwas ist hier in der Nähe. Was wieder psychoaktiv irgendwelche Auswirkungen auf uns hat. Nun ja. Stimmt. RC-Satzteile. Ein Alarm schrillt, ist hier unter Mauern, bla bla. Die Sicherheitsmaßnahmen an diesem Ort und die Plakate an den Wänden zeugen von einem eindeutigen Kontrollzwang und dem vorherrschenden Wunsch, Unfälle zu vermeiden oder Informationslecks. Ich finde das auch so krass, ne? Wenn wir das Buch in die Hand nehmen, wird alles lauter. Bei mir ist es so, wenn ich was lese, wird eigentlich alles leiser. Blende dann sehr gut aus. Gigantischen Kontrollraum aus sieht man eine Art brennenden Atomreaktor. A deep-seated terror seized Carl. He had reasons to doubt his visions, but this alert, on the other hand, was very real. He had to act, and fast. Aufzug werden deines Brandfall nicht benutzen. Seen earlier, perhaps. Ja gut, wäre auch seltsam gewesen, wenn wir da jetzt hätten Holz einfüllen müssen. Händchen klein ging allein in die weite Welt hinein. Das ist eine schallisolierende Tür. Schallisolierendes Gitter. Geil. Karte vom Ministen, Orten an eine gesuchte Frau eventuell. Hä? Eine gesuchte Frau eventuell gesehen wurde? Was für eine gesuchte Frau? Was? Ich dachte gerade beim ersten Blick, das wären so die Teile, die wir gefunden haben. Frau? Warum Frau? Vielleicht diese Francis? Oder hat jemand etwas spät die Bedienungsanleitung für diese Anlage gelesen? Oder lesen müssen, weil er sich nicht mehr ganz genau daran erinnerte, was in einem Notfall zu tun wäre. Manchmal sind diese Dinge aber auch von vornherein einfach weggepackt. Wurde seine Frau denn nicht vermisst? Norbert?
Hast du geschlafen im letzten Stream? Gib's zu. Du kannst es ruhig zugeben. Dezentralisierung der Energieversorgung Phase 1. Bitte beachten Sie, dass heute Abend Elektriker eintreffen werden, um das Notfallstromversorgungssystem zu ersetzen. Die Batterien werden in die anderen Trakte gebracht, wo sie nächstes Jahr bei der Erweiterung der Anlage genutzt werden. Falls sie kurzfristig benötigt werden sollten, wissen Sie Bescheid, wo sie zu finden sind. Vielen Dank für die Kooperation des Wartungsteams. Also was? In die anderen Trakte. Mhm. Nobad. Seine Frau hat es nie verwunden, nicht mehr die tolle, umjubelte, in der Stadt lebende Schauspielerin aus Chicago zu sein und ist nur wegen ihrem Mann nach Maniston mit umgezogen, weil sie ihn bewunderte. Alles tat sie für ihn. The ventilation of the reactor. This console, seen earlier, perhaps. Dann kam noch dazu, dass ihr Sohn, den sie über alles liebte, in einem Streit über ein Manuskript von ihm, ist bei uns auch gemessen Gebrauch gefährlich, verschwand, abgehauen ist und der Vater quasi das gesamte Zimmerchen hat umbauen lassen für seine Gäste. The station was coming back to life, as if being awakened from a deep sleep. Ja, und nachdem sie ganz lange Prozac genommen hat, hat sie sich Carl dann irgendwann, why someone would sabotage also eigentlich von der Klippe. Mining entrepreneur's property. But what could have compelled the attackers to shoot an unarmed man? Der bei der Ausweis Gilbert Trumbly, der Leiter des Kontrollraums. Gilbert, falls du deine Batterien brauchst, ich werde heute den gesamten Morgen ganz hinten im Stollen sein. Danke nochmal. Schau nicht immer aktiv zu, ich lasse dich dann nur im Hintergrund laufen. Dass die vermutlich tot ist, habe ich mitbekommen. Oder gab es doch erst die Vermissten... Meldung, meine ich. Nee. Nee. Glaubst du, das erste Mal, dass wir über den Tod der Frau Wind bekamen, war in dem Brief von seiner süßen Cynthia an ihn, so von wegen, ja, auch wenn wir quasi durch den Tod deiner Frau und so weiter. Activating this button had just opened a way to the laboratory. Its secrets would now be laid bare to him. Enough power had been restored to grant entry to the wing. Ja, oder zumindest wurde einem da so einigermaßen klar, dass die beiden da ihre Liebelei fortgesetzt oder angefangen haben, ja eigentlich fortgesetzt haben, obwohl die Frau tot ist. Und dann hat man ja ihre Tagebücher gefunden und dann hat man ja das Tagebuch der Bediensteten gefunden. Und da war alles klar. Nee, da war nichts mit vermisst. Nee. Aber irgendwas mit vermisst, ja, du triggerst mich da gerade, da war irgendwas, ich weiß noch nicht mehr was, Mann. Felt dizzy from the immensity of the place. It was downright pharaonic in scale. How could all this have been built in total secrecy? The door mechanism needed electricity to operate. Wundert mich irgendwie nicht. Without power,
This door could not be opened. Das war der Aufzug, aus dem wir gekommen sind. Das war die Tür, die wir gerade dann geöffnet hatten. Wir hatten aber zwei offen, ne? A und D, okay. Die Ratten. Schwacher Schütze, der alte Mann. Sind die jetzt alle offen? Private Reitschule Bentley Hills, erster Platz, 65. Es geht um die Francis, die da mit uns gequatscht hat. Die war ja Angestellte hier in dem Ding. Das ist die vermisste, das ist die gesuchte Frau, nicht vermisst, gesucht. Kontakt Professor Edda Sönstottri, Universität Berlin, Molekularbiologie, bla 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 bla. Okay, Schwermaschinenbau. Ja, es müssen etliche Disziplinen hier. Dabei ist sein Sohn jetzt in Montreal, Schriftsteller, Journalist, scheint seinen Vater zu hassen. Mögliche Quelle für Informationen? Kontaktieren. Geht es um den Henry. Es geht um die Francis. Und da bist du ja wieder. Oder wie auch immer sie heißen mag. Auf jeden Fall hat sie so einen komischen Namen mit einem Unterding da, so mit so einem Haken an einem Buchstaben, weißt du? Zu Händen Mr. William J. Hamilton und Geschäftsleitung der Hamilton Mining Corporation. Dieses Dokument wurde im Sinne der Offenheit und des Dialogs verfasst und soll dazu dienen, dass die Geschäftsführung der Hamilton Mining Corporation über die Gemeinde der Cree zu informieren, auf deren angestammtem Territorium ihre derzeitige Bergbauarbeiten stattfinden. Wer sind die Cree? Wir sind die Cree von Eyoichi. Wir nennen uns Eyo und Einu. Unsere Namen bedeuten einfach das Volk. Wir sind über 18.000 und mehr als 16.000 von uns leben in der neuen Cree-Gemeinde. Die fünf Gemeinden an der Ostküste der James Bay heißen Waskanganshi, Astamain, Venmidli, Chisabsibi und WhatsApp Mogul. Google. Gemeinden von Landesinneren sind Kulturidentität. Ja. Also auch wenn ich sehr gerne vorlese, aber das zerbricht gleich dann mein frisch aufgefülltes oberes Kiefersystem. Und ich glaube nicht, dass ich das jetzt riskieren möchte. Ich habe lang genug gewartet. Aber cool, die haben ihn quasi nochmal über die Kultur aufgeklärt, die er da gerade, also dessen Gebiet er gerade betreten und zerstört hat. In einem nicht gerade The office of the illustrious scientist who had guided his exploration of this sinister, abandoned underground labyrinth. The place was very much like him. A bit messy, but very transparent about his passions. This letter was a serendipitous find. Carl had to find a way to reach Wing E.
Sehr geehrter Mr. Hamilton, wir haben die Tests an dem von Ihnen zur Verfügung gestellten Prototyp abgeschlossen. Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass er funktioniert. Er ist in der Lage, die Wirkung des Mistral 98,6% rückgängig zu machen. Gemäß Ihrer Anweisungen habe ich den Prototyp zum Lager in Trakt E gesandt. Alles wurde mit äußerster Verschwiegenheit gehandhabt. Ich bin nach wie vor der Ansicht, dass zum Wohle des Unternehmens das Gerät und die dazugehörigen Entwürfe beseitigt werden sollten. Doch wie immer liegt die endgültige Entscheidung selbstverständlich bei Ihnen. Ja, Kinder, wir machen jetzt noch ein bisschen was speichern, weil das wird ja jetzt wieder so ein Lauf quer durch Dune. Der Wüstenplanet, oh, wie cool. Paul spürte, dass seine gesamte Vergangenheit, dass jede Erfahrung, die er gemacht hatte, bevor diese Nacht angebrochen war, nichts anderes mehr für ihn war als das, als der sich kräuselnde Sand in einem Stundenglas. Der Wüstenplanet ist ein aufregendes Science-Fiction-Epos, in dessen Zentrum der Planet Arrakis steht, die einzig bekannte Quelle für das kostbare Gewürzmelange. Erleben Sie Paul Atreides packende Reise von der Wasserwelt Kaladan auf Arrakis und seinen Aufstieg als There was no longer anything Gott useful here. Kaiser. The scientist hadn't set foot in his office in ages. And he had probably taken everything with him to Hamilton's Manor. Ja, Trakt E wird irgendwo am Arsch der Welt sein. Wo wir halt eben noch nicht reingekommen sind, um die Türe zu öffnen. Das heißt also, bei der nächsten Speichermöglichkeit haben wir denn für heute Feierabend, Freunde. Oh, cool. Was ist das? Kleine Kapsel. Das Mr. Neat hat die Pflanze eingefroren. Ja, dann. Schön. Irgendwie die Pflanze lange haltbar. Wenn keine Zellschädigung irgendwie eingetreten ist durch Eiskristalle. Gut. Wenngleich Mr. Nietzsche darüber bei allen Organismen aufzutreten scheint, die mit aktiviertem Mr. Nietzsche in Kontakt kommen, variiert die Art von auftretenden Mutationen und deren Effekte stark. Das Blut einer Ratte färbt sich türkis und das Fell eines Hasen verdunkelt sich zu einem glänzenden Onyx-Schwarz. Der Saft mancher Gänseblümchen verfärbt sich bräunlich und ihre Blütenblätter nahmen ein schillerndes Lila an. Ja, aber Gänseblümchen, wenn man die so drückt, werden die doch auch lila, die Blütenblätter. Eine Rose verlor ihre Dornen und sonderte nun ein öliges Sekret ab, das die Haut reizt und zu Verbrennungen führt. Okay. Ja, auf zum Trakt E, ja, aber demnächst erst. Demnächst erst. Weil wir werden da so schnell nicht hinkommen. Wir werden noch Batterien aus Kasachstan besorgen müssen, um dann über Yunitstan oder so nach Ganymed zu kommen. Oh, schon wieder eine Cola. Komm, wir trinken uns noch eine Cola. Rosen haben Stacheln, keine Dornen. Rosen haben Dornen, no bad. Oder meinst du Roseanne? Die hat Stacheln. Und Haare auf den Zähnen. Hier ist die nächste Speichermöglichkeit, ihr Lieben. Oh, ich wurde erhört, ich wurde erhört. Zum Öffnen sind eine Schlüsselkarte und Strom erforderlich. Na, ist das Level 2? Was meint ihr? Wing E, aber das ist doch Wing E, ne? Ja, das ist Flügel E. Nur, wir müssen halt Strom noch irgendwie hinbekommen.
Sehr geehrter Mr. Hamilton, es ist meine Pflicht, Sie darüber in Kenntnis zu setzen, dass nach jüngsten Ereignissen ausreichende Anhaltspunkte vorliegen, um Ermittlungen gegen drei ihrer Mitarbeiter einzuleiten. Ich fürchte, es könnte mehr dahinter stecken. Gegenwärtig stehen die Personalabteilungsmitarbeiterin Francise Delair, das ist ja die, der Schwermaschinenbediener Thomas Matus und der Techniker Pierre-Marc Corbeau unter Verdacht unter Verspiegelung falscher Tatsachen gehandelt zu haben. Ich werde zu unserem Treffen nächsten Mittwoch eine Kopie unserer Akten mitbringen. Ah, Dorn ist botanisch gesehen falsch, genauso wie die Erdbeere eine Nuss ist. Okay. Wenn das botanisch richtiger ist, dann esse ich ab jetzt nur noch rote Erdnüsse. Warte mal, was? Nee, okay. Ich dachte immer, Insekten haben Stacheln und Rosen. Deswegen diese Unterscheidung, weißt du? Aber das ist halt... Ordentliche Sitzung der Verstand Himmel Money Corporation, Öffnungssitzung an der Tagesordnung, Radiowellen, Prototyp, Risiken, bla bla, Beschwerde, Verletzungsmanagement, Risikoplan, Zeitverrückfahren, sonstiges Unterbrechung. Schön! Ach, ihr Lieben. Tagesordnung, Dienstag, September, Planung, Prüfung, Vorstandssitzung. Schön. Schneeflocke. Wir haben sogar ein automatisches Speichern hervorgerufen. Provoziert. Oh, okay, cool. Nun werden wir einfach mal speichern. Ich würde sagen, 23:11 Uhr passt sehr gut. Bestätigen wir. Und das war's. Ja, ihr Lieben, es war schade irgendwie, dass wir heute mehr oder weniger so die Zeitstreckungsspielabschnitt hatten. Er wird sich jetzt mit ein paar kleineren Rätseln und Besorgungen von diversen Nötigkeiten fortsetzen. Aber hier haben wir eventuell wieder die Möglichkeit, noch ein bisschen was in Erfahrung zu bringen über Hintergründe und. Ja gut, eine billige Erklärung jetzt, dass dieser Meteorit darunter gekommen ist und durch die Explosion alles in dieser Gegend verteilt wurde. Wir haben nicht gerade eine kurze Strecke zurückgelegt zwischen Chickabogamoo und Maniston. Und das muss eine mächtige Explosion gewesen sein und das sah jetzt nicht danach aus. Was jetzt aber mit den Proben aus der UdSSR und so weiter ist, das haben wir alles noch nicht in Erfahrung gemacht. Und ich glaube auch nicht so ganz, dass dieser Dr. Dingsbums da, dieser Dr. Who, wirklich irgendwie daran arbeiten möchte, das zu beenden, weil das ist sein Baby. Wisst ihr, was ich meine? Ja? Also ich glaube, er steht auf dem Standpunkt so, hey, voll geil, was ich da geschaffen habe und ich tue jetzt mal so, als ob ich das beenden möchte, aber in Wirklichkeit mache ich weiter. Aber das werden wir sehen. Meine Güte, wir haben ja noch ein bisschen Zeit, wir werden noch ein bisschen reinschauen und ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch jetzt schon mal, dass ihr alle noch dabei seid und dabei wart. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen, eine angenehme Nacht, Ruhe, schlaft gut, träumt süß. Ja, und wie immer, passt auf euch auf, passt auf eure Lieben auf, gehabt euch wohl, der alte Mann ist raus. Macht's gut. Tschüss.